Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Fast 2 Monate hat es dieses Mal leider gedauert, bis dass ich heute den 3. Teil meiner Elba-Trilogie präsentieren kann. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich in der Zwischenzeit einerseits Urlaub gemacht und andererseits eine weitere Flugreise mit meinem Flieger nach Frankreich unternommen habe. So ist erst heute meine Rückreise von Elba über Trento nach Hohenems an der Reihe. Vor 2 Tagen hier gelandet, haben wir uns gestern am Airport einen Leihwagen besorgt und sind den ganzen Tag im Osten der Insel unterwegs gewesen. Das kann ich sehr empfehlen, es lohnt sich auf jeden Fall. Hier sind zunächst ein paar Fotos von unserer Autofahrt über die Insel. Heute Morgen ist, trotz der hohen Preise, erst einmal tanken angesagt. Vor 3 Jahren habe ich hier noch Afgas tanken müssen. Inzwischen scheinen hier auf Elba so viele moderne Flugzeuge zu landen, dass es auch den Sprit für fortschrittliche Flugzeugmotoren gibt. Und dann, nach einem ausführlichen Check, geht's los. Erst einmal eine komplette Runde um die Insel. 40, bis dass wir da sind. Marina di Campo Airport, good morning. This is Delta Mike Echo, Mike Zulu on parking position at the fuel station. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Marina, good morning, go ahead. Delta Mike Echo, Mike Zulu, type of aircraft, CT, Charlie Tango, 2 people. We are going now VFR to Trento, Lima, India, Delta Tango, but not directly. Intention is to make a short sightseeing in clockwise around the island. Then crossing your airport once again in 2000, going to Porto Arturo and then leaving the island in the direction of the northeast. I hope it's okay. I will be on your frequency the whole time. Delta Mike Echo Mike Zulu Marina, Roger, taxi to intersection, preferred runway 16, wind from 190 degrees, 5 knots, QNH 1018, report intersection. Delta Mike Echo Mike Zulu, QNH 1018, will taxi to intersection Alpha. Marina, India 6355, Marsana per un giro in senso anti-orario dell'isola. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is runway hold point Alpha 16, backtrack 16. Delta Mike Echo Mike Zulu, Marina, backtrack approved, report lineup and ready for departure. Delta Mike Echo Mike Zulu will report lineup 16. Delta Mike Echo Mike Zulu lined up 16, ready for departure 16. Delta Mike Echo Mike Zulu Marina, take off at your description and wind from 190 degrees 6 knots. Delta Mike Zulu Marina Airborne at 55, report leaving the zone. You confirm now you turn to the right for round robin? Delta Mike Echo Mike Zulu, yes, confirm. Will report leaving your airspace. Roger, traffic information, other ultralight proceeding from Fetovaya and helicopter approaching from Porto Azzurro to Monte Capanne, and there is another helicopter approaching from north to Porto Ferraio. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, looking out.
India Fama anche per la confermate ora di ricette su Monte Capanne? Interrogativo. Affermativo, l'India Fama Mike, quando chiameremo con il campo in vista. Piaciuto. Echo Mike Zulu, crossing the airfield northwest to southeast in 1 minute. Delta Mike Echo Mike Zulu Marina Roger, traffic helicopter over Portoferraio and report leaving the island. Delta Mike Echo Mike Zulu, welcome. Delta Mike Echo Mike Zulu Marina helicopter over Portoferraio 500 feet. Delta Mike Echo Mike Zulu, I have the traffic on my instrument here. Roger. Willst du dann jetzt hier rüber oder ja. Willst du nochmal nach Portoferraio rüber? Also wäre dann ein schöner Umweg, ne? Ich melde mich erstmal ab, ich hoffe, der hört mich jetzt noch. Ja, mach mal schnell. Delta Mike Echo Mike Zulu, we are leaving now your airspace and thank you for all your services, bye bye, we will come back. Delta Mike Roma 5-5. We'll contact Roma Information 125.750. Thank you, bye-bye. Ich habe hier im Video den Funkverkehr, der uns bis an den Rand der Kontrollzone Pisa geführt hat, zwar fast komplett gelassen, aber sämtliche Funkpausen und Funksprüche anderer Flugzeuge herausgenommen. Es hat teilweise sehr lange Pausen gegeben, bis das uns der Lotse geantwortet hat. Insgesamt würde ich es jedoch als unüblich bezeichnen, dass uns der Controller, wie heute geschehen, so lange hängen lässt. Einen Einflug in eine Kontrollzone ohne Freigabe sollte man sich aber verkneifen. Man darf nur nicht die Geduld verlieren. Ich habe es in Italien noch nie erlebt, dass ich eine solche Freigabe nicht erhalten habe.
Notfalls muss man eben an der CTA-Grenze entlangfliegen und weitere Versuche unternehmen. In diesem Fall hätte ich die Kontrollzone, auch ohne vorherige Planung, östlich umfliegen können. Aber das geht nicht immer. Da können einem Berge, Wolken oder irgendwelche Beschränkungsgebiete durchaus einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wie man sieht, auch in diesem Fall kommt die Genehmigung. Gerade noch rechtzeitig. Home Information, good morning. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roma. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango. Microlight Advanced, VFR, from Lima, India, Romeo Juliet to Lima, India, Delta Tango. Position is City of Piombino in 2,400 feet. For flight information, our intention is to fly along the coastline. Delta Echo Mike, correction, Delta Mike Echo Mike Zulu, confirm please your next reporting point. Delta Mike Echo Mike Zulu, 12 minutes from now. Delta Mike Echo Mike Zulu, confirm 10 minutes from now for Cessna. Delta Mike Zulu, confirm. Copy sir, report to Cessna. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report to Cessna. Delta Mike Echo Mike Zulu, in case of negative contact over Cessna will be PISA 126080. Delta Mike Echo Mike Zulu, beginning with Cessna, contact 126080. Visa approach, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, buongiorno. QNH 1018, go ahead. Delta Mike Echo Mike Zulu, QNH 1018. Type of aircraft is CT, Charlie Tango. Micro Light Advanced. VFR from Elba to Trento. Position is 3 miles south of reporting point Cecina. Romeo Papa Sierra 1. Request crossing your airspace from Cetina, Süd di Livorno, Marina di Pisa to Viareggio in 1000 feet. Meldet sich gar nicht. Nee. Wenn der uns keine Freigabe gibt, dürfen wir nicht rein. Delta Mike Echo Mike Zulu Pisa. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is Cecina in 1000 feet. Request crossing your airspace along the coastline to Viareggio. Schon im Airspace drin? Ja, nee, noch nicht, aber fast. Wir dürfen es nicht, ne? Solange der nicht uns freigibt. Normal nicht. Wir werden noch mal einen Moment warten. Delta Mike Zulu, Pisa. Delta Mike Echo Mike Zulu, go ahead. You proceeding along the coastline 1000 feet. Delta Mike Zulu, confirm. Along the coastline 1000 feet until November Whiskey 1. Delta Mike Zulu, you can proceed along the coastline 1000 feet. Three, report Livorno. Delta Mike Echo Mike Zulu, crossing via coastline approved. Next report Livorno, Romeo Papa Sierra 2. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is Süd di Livorno, Sierra 2 in 1000. Delta Mike Zulu, roger, thank you, report Viareggio. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report Viareggio. Willst du heute oder soll ich? Wie du willst. Dann mach ich noch ein bisschen. Ja. Delta Mike Echo Mike Zulu Visa. Delta Mike Echo Mike Zulu, go ahead. Please report VFR point after Viareggio, after November Whiskey 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, next point, waypoint is Ekbal, Echo Kilo Papa Alpha Lima. Ekbal, oh. Delta Mike Echo Mike Zulu, leaving your airspace right now. Position is Viareggio 1000. Delta Mike Zulu, contact Milano Information, frequency 128925. Ciao. Delta Mike Echo Mike Zulu,
Delta Mike Echo, Mike Zulu, 128, 925. Thank you for crossing. Thank you. Bye-bye. Und hier kommen wir nun an Carrara und seinen Marmorsteinbrüchen vorbei. Es sieht so aus, als könne man hier noch Jahrhunderte Marmor abbauen. 200 verschiedene Steinbrüche gibt es hier. Entstanden ist Carrara-Marmor im Tertiär vor 30 Millionen Jahren, weil sich die Kontinentalplatten von Afrika und Europa aufeinander zubewegen und zu den Apuanischen Alpen aufwölbten. Der Grundbaustoff von Marmor und Kalkstein ist organischen Ursprungs. Im Wesentlichen also Kleinstlebewesen, Muscheln und Skelette. Wenn man einen Urlaub in der Toskana oder in Ligurien plant, sollte man sich etwas Zeit nehmen, um die Geschichte und die Abbaustätten des berühmten weißen Marmors kennenzulernen, aus dem Künstler wie Michelangelo ihre für die Ewigkeit gemeißelten Kunstwerke schufen, wie zum Beispiel den David in Florenz oder die Pietà im Petersdom. Der Abbau des kostbaren Marmors von rund 800.000 Tonnen pro Jahr erfolgt in drei Tälern, die sich oberhalb von Carrara teilen. Bei dieser Menge wundert es nicht, dass Marmor hier der vorherrschende Werkstoff ist und damit vielen bescheidenen Orten eine schlichte Eleganz verleiht. Thank you.
Nach dieser wirklich unwirtlich erscheinenden Gegend mit ihren unbewohnten Tälern und ohne den Hauch einer Chance auf eine wie immer auch geartete Notlandung steuern wir nun Trento an. Dort machen wir im direkt neben dem Flugplatz befindlichen Restaurant eine Mittagspause und treten anschließend den letzten Teil der Reise nach Hohenems an. 18 wind 19 degrees 4 north, 1019 report Sierra 1, confirm your altitude. Delta Mike Echo Mike Zulu, Greenwich 1019, exit runway 18, current altitude 2600. At Mike Echo Mike Zulu, roger, report Sierra 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, Wilco, next report Sierra 1. Yaskar Zulu Zulu Charlie, Trento, per informazioni di traffico, traffico rotta opposta. Da inbound dal Sierra 1 verso nord a 2600 piedi. Il Zulu Zulu Charlie lasciato il Sierra 1 a 4000 salita per gli 8000. Delta Mike Echo Mike Zulu, I have the traffic. Delta Mike Echo Mike Zulu, copy that. Papa 06 Tango, 4000 feet climbing 8000. Oscar Zulu Zulu Charlie per ulteriori con Padova informazioni 124 decimali 150, ciao, alla prossima. 7-4-15, ciao. Prendo informazioni di una buona giornata, di nuovo lì 4 India, Tango November Delta Delta. Doppia Delta, prendi. Ciao, su Rovereto, 2400 piedi, inbound l'SM e poi diretta all'ospedale. Ricevuto, abbiamo due traffici, uno è rotto opposta, Papa 06 Tango, 4000 piedi in salita per gli 8000, ha lasciato il Sierra 1 e altro traffico che è appena che è inbound dal Sierra 1 diretto al nostro campo 2000. Ok, uno in vista alla... Aspetta. Delta Mike Echo Mike Zulu outbound Sierra 1 in 2400. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, report right downwind runway 18. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report right downwind 18. Delta Mike Echo Mike Zulu, entering right downwind 18. Copy that, report on final runway 18. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report final 18. Delta Mike Echo Mike Zulu, turning final 18. Delta Mike Zulu, roger, runway 18 is free for land, wind 190 degrees, 5 knots. Delta Mike Echo Mike Zulu on the ground at 47 and vacate via Alpha, do you need refueling? Delta Mike Echo Mike Zulu will vacate via Alpha, negative, no fueling. Intention is to stay about 1 hour and then we'll go by flight plan to Hohenems, Austria. Roger, your send will be number 11. Number 11, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu taking off runway 18. Runway 180, free for departure, 200 degrees, 10 knots.
Das ist die Autobahn, ne? Das ist der Brenner. Ah ja, okay. Delta Mike Zulu, Trento, Highborn at 1 2, report reaching November 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report November 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is November 1, levels in 4500. Thank you for your services. Bye-bye. See you soon. Copy that, Padova 124, decimal 150, alternative, Vien radar 124, decimal 4. Ciao. Ciao, ciao. Contact 124, decimal 15, Padova. Thank you. Bye-bye. Wir kommen nun zum Reschensee und seinem versunkenen Kirchturm, der heute das Wahrzeichen des Vinschgau oder italienisch Val Venosta ist. Hinter der heutigen Idylle verbirgt sich allerdings eine traurige Geschichte, die ich hier ganz kurz skizzieren will. Am Reschenpass gab es bis zur Seestauung 1950 drei Seen, den Reschensee, den Mittersee oder Graunersee und den heute noch selbstständigen Heidersee, den wir eben als erstes passiert hatten. Bei der Seestauung, die den alten Reschensee und den Grauen See vereinte, gingen das gesamte Dorf Grauen und ein Großteil des Dorfes Reschen in den Fluten des Sees unter. Insgesamt 163 Häuser und 523 Hektar Kulturboden. Etwa 100 Familien waren davon betroffen. Heute zeugt nur noch der aus dem Reschensee ragende Kirchturm vom komplett überfluteten und teilweise gesprengten damaligen Dörfchen Grauen. Nur etwa 35 Familien bauten sich ein neues Dörfchen Grauen, etwas oberhalb am Hang. Die Enteignungen der Eigentümer hatten schon 1940-41 unter Mussolini stattgefunden. Der nach dem Krieg einsetzende Protest der Bevölkerung vermochte das Projekt aber nicht mehr zu stoppen. Auf diese Weise ist der Kirchturm im Reschensee einerseits ein sehr beliebtes Fotomotiv geworden, andererseits ist er aber auch ein Mahnmal, das an durch Krieg und Faschismus herbeigeführte Ungerechtigkeit und Heimatverlust erinnert. Flugplatz. Hallo, Servus. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, wo nimmst du? Delta Mike Echo Mike Zulu. Ja, jetzt verstehe ich dich prima. Wir sind eine CT, Charlie Tango, pro Personen und kommen mit Flugplan aus Trento, Lima, India, Delta Tango. Position ist 2 Meilen südlich Sierra, zur Landung bitte. Delta Mike Zulu, die Piste ist 05, der QNA 1014. Melden Sie den Pflichtmeldepunkt Sierra. Delta Mike Echo Mike Zulu, QNA 1014, Piste 05 in Betrieb, nächste Meldung Sierra.
Delta Mike Zulu, Z1, quer 05. Delta Mike Zulu in Sicht, noch einmal der Hinweis, machen Sie eine lange Landung, die Leute arbeiten direkt am Pistenrand. Delta Mike Zulu, welcome. Delta Mike Zulu dreht, Endlandflug 05. Delta Mike Zulu auf der Piste Retour, die Landezeit war 44, der Flugplan ist geschlossen. Das ist großartig. Deck direkt 05. So, das war unser Elba-Ausflug 2022. Zwar sind wir noch nicht zu Hause, aber vom Heimflug gibt es auch nicht allzu viel zu erzählen. Den Luftraum von Stuttgart durften wir wieder mal in Flight Level 80 durchfliegen und so hatten wir eine sehr geruhsame Restflug.